Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich würde sagen, ja, wir schauen uns diese Tür hier an. So. Katschinga. Hallo, Halli. Hallöchen. Noch eine? Das schaut nach einem Gefängnis aus. Okay. Kampfmesser. Großartig. Ich habe immer irgendwie das... Alle Leute, foltern sie. Und alles für den Safe-Test? Diese verdammten Mistkerle müssen sterben. Die Zelle ist leer. Verdammt. Ja. Dann hören wir uns doch Subjekt 12-Test an, ne? Bitte! Ich habe ein Kind, ich... Willst du noch eine Behandlung? Alter. Nein! Also nochmal. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt. Catcher. Nochmal. Welche Position? Catcher. Ich wäre der Catcher. Warum? Ich weiß nicht. Sie haben diese lustigen Helme. Ich habe mal als Kind ein Bild gesehen. Kennen Sins überhaupt die Regeln von Baseball? Nein, bitte. Ich bin kein... Lass mich einfach. Oh. Beantworte die Fragen und nur die Fragen. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Catcher. Alter. Feuerbereich. Ich gebe dir Rückendeckung. Wer weiß, wo noch mehr von den Mistkerlen auftauchen. Danke, das ist sehr nett von dir. Alter Schalter, ne? Konferenz. Es ist ja... Toll. Irgendwo müssen weitere Zellen sein. Ich habe so ein Bauchgefühl. Stocktons ja? Leute waren hier. Das denke ich auch. Und sind... Einfach mal so, dass noch so ein Holoband, das sind einfach so dahingerafft worden. Ergebnis. Vertrauen ist bei Subjekt 12 sehr hoch. Genaueres werden wir bei der Autopsie erfahren. Und? Irgendwelche Fortschritte bei Frage 3? Nein, das EKG zeigt nichts Unerwartetes. Die Antworten sind einfach vorhersehbar. Du hast deine Meinung zum Wert von Frage 3 deutlich gemacht. Das wär's. Aber sie zu entfernen können. Unsere ich Methodik frage mich, ist sehr ob sie wohl Baseball im die Antworten von Subjekt 12 zum oder Baseball gibt es irgendein und seiner Kindheit in ihrer Programmierung? Besonders interessant. Sie nur, wir brauchen einen weiteren Fehlschlag, um das genauer zu untersuchen. Subjekt 12 taugt nur noch zur Endverwertung. Ich informiere das Rückführungsteam. Was heißt jetzt Endverwertung? Ach du Heilige. Was haben wir denn da Schönes? Die letzte Frage. Von Dach Blüff. An Forschungsteam alle. Ich weiß, das klingt verrückt, aber müssen wir die letzte Frage stellen? Zugegeben, ohne die Einschränkung durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger und daher die psychologischen Reaktionen anders. Aber vielleicht ist es ja ein wesentlicher Bestandteil. Wir verzeichnen marginale Verbesserungen der Präzidenz des Präzision des Tests. Jetzt habe ich's. Offen gesagt liegt die Verbesserung innerhalb des Fehlerspielraums. Vielleicht sollten wir drastischere Schritte in Erwägung ziehen. Na, großartig. Roter Hering. Ja. Wieder von Tach Prüllet. An Emmanuel Rogers. Falls es dir was bringt, ich bin deiner Meinung, Frage 4 war schon immer Montgomery's Baby. Von Emmanuel Rogers an Forschungsteam alle CRLF. Ich glaube, Frage 4 ist ein roter Hering. Wir haben kein Monopol auf das Finden von Synths. Im Commonwealth enttarnen Menschen ständig Infiltratoren aufgrund
deren Fehler in Verhalten und Erinnerung. Es ist unbestreitbar, dass die Baseball-Frage abnorme Ergebnisse erzielt. Aber ich glaube, dass es dabei im Kern nicht um einen psychologischen Auslöser geht, sondern vielmehr um einen Erinnerungsfehler. Wenn wir also all unsere Hoffnung auf Frage 4 setzen, dann dauert es nur einen Wetware-Update, bis wir wieder komplett von vorne anfangen dürfen. Ich weiß, dass ihr meine Ansicht nicht teilt, dass Frage 3 der Schlüssel ist, aber wenn wir die Testperson umfassender beobachten würden, EKG, Pupillenverhalten, Reaktionszeit, dann würden die Taten Bände sprechen. Synths sind nicht zu wahren Gefühlen imstande, also bitte Frage 3. Montgomery von Tach Blüth an Emmanuel Rogers. Chambers muss einfach einsehen, dass es ein Fehler ist, Montgomery zu verlieren. Mir ist es egal, ob Covenant medizinische Versorgung fehlt. Unsere Nadelöhr sind nicht die Testsubjekte, die durch Covenant kommen, sondern unsere Aufnahmerate an Testnegativen und unsere Forschungsbandbreite. Wir brauchen Montgomery hier, nicht da draußen als Onkel Doktor für Sammler. Könntest du bitte mit Chambers darüber sprechen? Oder reden? Oder quatschen? Oder sonst irgendwas? Also, Frau Doktor. Heiß begehrte Frau Doktor. So, wie geht's jetzt hier weiter? Da geht's nichts weiter, ne? Dann gehen wir da raus. Das war's? Nein. Hier, da ist nichts mehr da. Der Düter da. Da ist Endstation. Wo? Es schaut doch so aus. So, Herzchen. Hey, ne? Dan. Was zum Teufel machen die eigentlich hier unten? So, was muss ich denn jetzt machen? Wir haben keine Verliese mehr. Ich habe nur das eine gefunden. Vielleicht beim Zurückgehen. Die Missionen müssen geschützt werden. Na nü? Aha. Wache des Lagers. Aha, da gibt's ein Knöpfelchen. Warte, ich räume den oben noch schnell aus. Die Äther sind verschwunden. Halt. Den nehmen wir auch mit. Ich werde gleich überladen sein. Das merke ich. Jo. Ich glaube, ich gebe ihm die Kleidung zurück. Die brauchen wir normalerweise nicht. So. So. Soll er die behalten? So. Dann, hoppala, schon wieder falsch. So. Das heißt hier rüber dann, oder wie? Stimmt, das Level Up habe ich auch noch nicht vergeben. Ja, lol. Jetzt ist das quasi nur ein schnellerer Weg nach dahin. Da oben muss ja was sein. Wieso ist denn das denn hier so gut bewacht? Aha. Der ist hin. Hey, die Missionen müssen. Hallo. Steh auf. Huch. Steh auf. Die Missionen müssen. Die nehmen noch mit. Was hast du noch Schönes? Boah.
Da haben wir Kette, Kette. Kette, Kette, Kette. Das heißt, da drüben müssen wir mal weitergehen. Ja. Aha, Frau Doktor. So, du Mistkuh. Entschuldigung. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Amelia ist ein Sünd? Rede weiter. Urteil zurückhalten. Ich höre dir nicht zu. Warum soll sie ein Sünd sein? Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Red weiter. Urteil zurückhalten. Ich höre dir nicht zu. Red weiter, du Choppel. Rede weiter. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Was ist passiert? Du hast es nicht ruhen lassen. Ich will niemanden foltern. Sie sollen büßen. Was ist denn passiert? Was ist denn geschehen? Vor langer Zeit wurden in Diamond City meine Eltern und 8 andere abgeschlachtet. Zuerst dachten wir, der Wahnsinnige wäre ein Mensch. Doch dann erfuhren wir von den neuesten Kreationen des Instituts. Den Sünds. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Sünds zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Ist es so schlimm? Unsicher wegen des Instituts. Gegen Ermordung aller Sünds. Das Institut muss zerstört werden. Ist es so schlimm? Krieg? Wirklich? Ist das so schlimm? Hunderte von Entführungen im Laufe der Jahre. Frag die Überlebenden, ob das so schlimm ist. Und viele andere Tragödien haben sie wahrscheinlich auch zu verantworten. Unsicher wegen des Instituts, ich glaube. Wer weiß schon, wofür das Institut verantwortlich ist. Und wie schaffen sie es, uns im Unklaren zu lassen? Ein lebendiger Sünd ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium, aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Aha. Der Safe-Test funktioniert? Skeptisch, Folter verurteilen. Könnte nützlich sein. Der Safe-Test haut hin? Der Safe-Test funktioniert? Oh ja. Autopsien bestätigen die zunehmende Genauigkeit. Etwas in den Fragen ruft eine Reaktion bei Sünds hervor. Aber der genaue Auslöser ist unklar. Die Fehlerquote ist hoch. 4 oder 5 falsche positive Daten pro Sünd. Wir hoffen, diesen Wert auf maximal 2 zu senken. Mhm. Skeptisch. Folter verurteilen könnte nützlich sein. Nee, ich verurteile Folter. Aber eure Methoden sind barbarisch. Das ist Folter! Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Ach, na toll. Drohst du mir denn? Amelia, verschont. Ihr Angebot annehmen, ablehnen. Du drohst mir? Du mich etwa denn? Ich habe einen Kodex. Ist nicht immer gut fürs Geld, aber lässt mich gut schlafen. Ich werde den Auftrag ausführen, auch wenn ich dich dafür töten muss. Na toll. Amelia, verschont. Töte sie nicht. Verschont sie. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts.
Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Na toll. Und jetzt? Was ist Covenant noch? Covenant ist eine Zuflucht? Über die Jahre haben wir Gleichgesinnte rekrutiert. Unsere Leben wurden vom Institut zerstört. In Covenant geht es hauptsächlich darum, den Safe-Test anzuwenden und zu verfeinern. Für manche ist auch die humanitäre Seite wichtig. Wenn du zerstörst, was es hier noch gibt, werden ihre Leben wieder auf den Kopf gestellt. Na toll. Aber ich kann diese Folter nicht unterstützen. Das ist... Ich lehn's ab. Die Abmachung nehme ich nicht an. Dann musst du mich wohl töten. Ach, jetzt hör auf. Muss das sein? Kann doch wohl im Leben bleiben, oder? Die Alte. Gespeicherte Nachrichten. Na gut, was haben wir denn da? Boah, Zelle aufschließen. Okay, so geht's auch. Sprich mit dem Ehrlichen, denn... das wollte ich jetzt gerade nicht. ich bin gerade abgerutscht mit der Maus. Gespeicherte Nachrichten. Oh Gott. Avi, Rückholungsteam ist bereit. Von Rosalind Chambers an Manny, das mürrisch-melancholische Muttersöhnchen. Bis diese ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte ich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah an Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Von Manny an Rosalind Chambers. Unser Team ist versorgt und bereit, Synths zu schnappen. Wir haben Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. So, dann Dr. Rogers Wutrede. Von Rosalind Chambers an Tach Blüth. Da. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Autark? Ja. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Von Tach Wyth an Rosalind Chambers. Einer von Dr. Rogers Punkten stimmt mich nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterie allein kostet schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten, können uns in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Prima. Schwere Bedenken. Rosalind Chambers an Emmanuel Rogers. Glaubst du, diese Einwände würden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings Folgendes. Fakt. Wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt. Der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt. Wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht. Und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig an nichtsahnend am Test teil. Wir verstecken den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Von Emmanuel Rogers an Rosalind Chambers. Covenant ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat, aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hatten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Okay.
Das ist schon wieder verkehrt. So, jetzt aber. Ich bin frei. Jo, lauf heim. So, dann noch die anderen zwei Zellen. Vielleicht ist da noch jemand gefangen. Also, die zweite sperren wir auf. Und die dritte sperren wir auch auf. So. So, das müsste jetzt passen. Na, schon wieder verkehrt. Ratteratatatata. Stockton kriegt eine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Was, wenn sie ein Sünd ist? Wir haben es geschafft. Sind ein gutes Team. Bezahl endlich. Was, wenn sie ein Sünd ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Sünd ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Größerer Anteil, echt? Ich habe mehr als die Hälfte der Arbeit übernommen. Da sollte der Anteil höher sein. Stimmt irgendwie. Wäre 60-40 für dich in Ordnung? Noch höher? 60-40? Wie bitte? Eher 90-10. 90-10? Oh. Machst du Witze? Ich habe mein Leben riskiert, genau wie du. 70-30, letztes Angebot. Alles nehmen. Ach nee, komm, passt schon. Fehlende Belohnung, Freizeichen, Wiedersehen, mach's gut. Alles nehmen. Na, was nehmen wir jetzt? Mach's gut? Bis dann, dann. Ja, bis dann. Na, so eine Sau kann ich nicht sein, echt. Dann hoffen wir mal, dass sie kein Sünd ist. Ich will die jetzt nicht umbringen. Andererseits wäre es schlau, sie umzubringen. Rohes Fleisch? Es ist halt echt grauenhaft. Das ist sicher ein Topf zum Rein. Du weißt schon, ne? Zum Entsorgen der Lebensmittel. Richtig. Ah, ist ja ekelhaft. Gut, wir hauen ab. Gnädigste, normal, echt. Auf den Mond schießen. Dr. Chambers. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Ich bring sie nicht um. Obwohl es eigentlich gehören tut. Gehören tut, die tut. So, wir hauen hier ab. Und versuchen den nächsten Ort zu entdecken. So, wo geht's jetzt hier lang? Da oder drüben? Da, ne? Fahren wir da unten schon? Eigentlich ja, ne? Siehe, weil da war zu. Das heißt normalerweise hier rauf. Hier rüber, rauf. Und normalerweise... Hey, Edda! Hallo, Mädel! Da ist sie hängen geblieben. So raus, ne? Genau. Richtig. So. Na, servus, Kaiser. So. So. Dann gäbe es hier eigentlich da drüben zum Beispiel, würde es auch SW, ne? Südwestlich würde es sogar... Na toll, ich glaube, ich bohrt mich mal. Ist, glaube ich, gescheit. Da würde es, ich meine, ich wollte nur sagen, da würde es auch eine Stadt geben. Jetzt ist die Frage, ob das hier gemeint ist. Ich bohre mich mal hier hin. So. Nur mal schauen, ob mir alle freundlich gesinnt sind weiterhin. Ansonsten balle ich die weg. So. Du hast alles zerstört! Gut, das hätte ich. Ich hätte nicht hier schon. Ja. So, das nächste Gebiet. Was wollten wir noch ergründen und erkünden? Den da, ne? Also wir fangen mal da unten an, oder? Die Vault. Ah, das ist doof. Da muss ich hier hin und da drüber rüber laufen. Drüber rüber laufen, verstehst?
Dann versuche ich mal, die Farm da drüben zu erkunden. Na, los. Los, Lars. Bam, 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 bam. Bam bam, bam bam bam, bam bam bam, bam bam, bam bam bam. So, da. Die Farm. Das sind etliche Punkte, die ich noch nicht erkundet habe. Kann das sein? Oder sind, wenn die mir einfach nur so jetzt das da drüben, ne? Zum Beispiel. Die hier nicht erkundet. Da unten scheint noch was zu geben. Die Markierung kann ich nicht wegmachen. Entfernen. Ja, besser. Vielleicht die University. Ich werde da... Geht's nicht? Markieren? Geht. Ich mach mal eine größere Runde, ne? Da ist einiges zum Erkunden. Boom, bam, Clash, Chepper. Da gibt's noch viele Orte zum Erkunden. Wahnsinn. Das Spiel ist verdammt groß. Ba bam bam ba 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 bam. Jamaika Plain. Alter. Theater. Ein Schlag und weg ist er. Bitte entschuldigen Sie, aber ich habe Sie verloren. Wer ballert da bitte? Ich sehe nicht mal jemanden. Alter, die Ätter trifft sie überhaupt so weit? Da ist jemand. Da ist auch wer. Boah, das ist sehr weit. Auch jemand, ne? Da ist auch jemand. Warte. So. Na komm. Ah. Bäm. 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 Uff. Bäm. Chepper. Boing. Das ist echt doof, dass wir so weit weg sind. Aha, die halten noch ein bisschen was aus. So, das ist noch ein dritter irgendwo, ne? Wissen Sie, wohin Sie sind? Nö. Die soll mich stolz bleiben. Hä? Wow! Das war eine Kronkorkenmine, glaube ich. Scheibe wollte ich sagen. Scheibe, Alter. Scheibe! Kurz die Dücken. Scheibe wollte ich sagen. Oh, Bullies. Wow. Hallo. Ich lade mal nach. Oder zuerst looten und dann lade ich nach. So machen wir das. So. Jo. So. Irgendwie da drüben, ne? Da gibt es echt noch viel zum Entdecken, oder? Oder täuscht mich das? Schnauf. Apotheke am University Point. Aha. Da oben? Da oben, glaube ich.
dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Jo, University Point. Das nächste entdeckt und gefunden. Na super, ey. Ist das hier eine Siedlung? Wow. Was war denn das gerade? Keine Ahnung. Aufnahme läuft noch. Ist das alles noch zum Entdecken? Der Stern, alles? Das kann sie fast nicht sein, oder? So viele Orte. Wahnsinn. Es muss fast so sein, dass die hier noch alle zum Entdecken sind. Hm? Ist das ein Synth? Ja. Wir haben ein Signal gefunden. Ist total leise. Wo ist er, Ma'am? Der ist nicht. Hast du recht. Irgendwie kriege ich da kein Signal rein, oder? Irgendwie kriegen wir da nichts rein. Das ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17, Echo Charlie 9 sind in Kraft. Wir geben uns nicht bei Problemen mit Militärkontrollen zu überwachen. Die Koordinaten sind in ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ich wiederhole. Okay. Okay, da war mal ein Brahmin drin wahrscheinlich. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17, Echo Charlie 9, Zielkraft. Hm. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort sind die Lebensmittel, Wasser und Munition. Jo, okay. Ich glaube, das kann ich ausschalten. Aus Gründen der nationalen dieses Radio-Dingens. Jo, sagt immer nur dasselbe. Na gut, wohin als nächstes ist die Frage. Da ist echt wahnsinnig viel zu erkunden und zu ergründen. Bist du gescheit? Ich dachte, ja, wir sind ja eh schon Richtung Ende, ne? Ist gut schon. Sind wir schon bald fertig mit dem LB? Na, nix da. Allein zum Erkunden, was es hier noch alles gibt, ist ja Wahnsinn. Hui ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich... 300 irgendwas. Das ist aber dann schon, wenn... Da, ne? Das ist das hier. Jojo, das passt schon. Na, warte. Ich port mich nochmal hier hin und wir werden... Was? Welche Feinde denn? Eine Meierlöck-Königin wahrscheinlich. Wo ist denn da wer?
War da gerade ein Zombie? Also ein Ghoul? Keine Ahnung. Ich wollte mich ja nur boarden. Ich wollte ja nur das Ding da. Das hier. Ah, jetzt du da. Genau, wir haben auch noch einen Skillpunkt zum Vergeben, ne? Das sollte ich auch noch machen. Ja, ja. Na jo. Wenn wir jetzt wieder zu Preston zurückgehen, gibt uns gleich wieder einen neuen Auftrag, ne? Den können wir ja theoretisch noch machen. Und dann... Oder warte. Ich lasse es so, wie es... Ich glaube, die Bruderschaft ist hier. Yep, die Bruderschaft ist da. Alter, Alter, Alter! Ein Gunnar. Ja. Zocki, hör auf, dich zum Verdrücken. Ha? Super getroffen. Ja, sag einmal. Der ist weg. Aha, zu wenig. Ausdauer. Der ist auch weg. Ein wilder Ghoul. Der ist mal wurscht. Au! Noch jemand? Raider-Veteran. Aha. Joll! Aha, wo bin ich da jetzt wieder reingeraten? Echt? Ist das einer von der Bruderschaft? Ich hab keine Ahnung. Ich hab grad irgendwas umgeballert. Ich glaube, das war einer von der Bruderschaft. Keine Ahnung. Alter, was geht denn da ab, ey? Oben sind noch welche. Alter, stirb! Geht ja. Ist jetzt Ruhe? Oh, ups, der ist echt von der Bruderschaft. Ich glaube, da habe ich echt einen aus Versehen gehauen. Alles gut? Oh Gott. Maulwurfsratte am Stiel war eine echt schlechte Idee. Entschuldige mich. Was? Dein Ernst jetzt? Hm? Da ist doch einer, oder? Feigling. Da draußen ist ja was. Erwischt haben wir mal was. Trottel. Verstecken ist sinnlos. Nichts. Vielleicht ein beschädigter Sensor. Ach komm. Alter, was ist das für ein Feigling? Hallo? Du Feigling? Da! Passt! So, toll. Ich wollte jetzt eigentlich dahin. So. Na, wieder verkehrt. So. So. Dahin. Also da lang. Hüpf. Da, 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 da. Haben wir noch was zum Essen? Ja, haben wir.
Oh, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Im nächsten Part werden wir rübergehen zur Farm und schauen, ob hier alles okay ist. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, den wir auf der Karte noch haben und unerkundet ist. Und ja, wie gesagt, wir halten mal unseren Plan fest. Alter, was ist denn da schon wieder? Immer fort herumgeballer, ey. Keine 5 Schritte kann man gehen. Ach, Gottchen. Kack Raider, ich bin der Overboss. Hat sich das noch gar nicht drum gesprochen, du Gradler. Ich hab was. Doch, hab was getroffen. Aber looten geht den Schmarrn jetzt nicht. Ehrlich nicht. Husch, bumm, bam. Hä? Ah, da ist ja jemand. Hallo. Ach, nimmer wiedersehen. Ja, genau. Ah. Na, wo kommt das her? Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Ist er auch, ja. Ich habe ihn gefunden. Wenn er aufhört, wird er nicht mal zu rennen. Ja, super. Jetzt muss ich nachladen. Tschüssi. Ist jetzt Ruhe? Na, da drüben rennt noch einer. Meine Güte. Bleib stehen. Blöde Kuh. Ach, herrje. Schaut, sie ist da. Aha. Alter. Treffen ist auch eine Kunst, ne? Ich weiß, ich könnte die Luft anhalten, aber... So, jetzt aber. Noch wer? Das gibt's ja nicht. Alter. Hoppala. Ja, den treffe ich gut, ne? Jetzt aber. Jawohl. Wo fallst du, Geisteskranker? Da. Passt. Noch jemand? Na, ich glaube, jetzt ist Ruhe. Verrotten. So. Ja. So, hüpf. Also, ich will zur Farm. Nein, ich will den Part beenden. So, jetzt wird Ruhe sein hier. Na gut, ich stelle mal hier rauf. So, auf das Autowrack hier. Perfekt. Na gut, ihr Lieben. Heute wurde wieder scharf geschossen, ne? Und ja. Ja. Also wir halten an unserem Plan fest. Ich schaue mir das jetzt mal an, da drüben. Und ja. Wie gesagt, wenn wir die zwei Orte noch entdeckt haben oder diesen einen, dann, wenn es keine Quests gibt, keine weiteren, dann werden wir das Finale einläuten. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!